Das ist eine wahre Karre. Das ist eine wahre Karre. Okay, dann erzähl mal, was hältst du von meinem Auto? Also ich möchte jetzt nicht gegen Audi schießen, weil... Hey yo, was geht ab meine Freunde? Patrick hier am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf PAMTV und so habt ihr mich noch lange nicht grinsen sehen im Intro. Denn ja, heute zeige ich euch mein neues Auto, der Meti ist am Film, der Lars ist auch dabei, die werden gleich auch was dazu sagen. Und ja, ich wollte euch heute einfach mal mein neues Auto zeigen und vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist, weil ich bin ja dafür bekannt, dass ich einfach Autos liebe und der ein oder andere Hater wird jetzt runterschreiben, die Marke ist besser, die Marke ist besser. Könnt ihr euch alles sparen, ohne Scheiß, weil ich freue mich einfach, dass ich das neue Auto habe und ja, ich wollte es euch einfach mit euch teilen und ihr merkt es vielleicht auch auf Instagram, seht ihr es auch, wie ich es feiere und ja, ich kann jedem da draußen nur sagen, das soll auch so eine kleine Motivation sein, jetzt bevor es jetzt gleich ins Spaßige geht. Lernt gut in der Schule, macht was draus, jeder kann irgendwie was erreichen, weil ich habe angefangen mit so einem Auto, das habe ich total zersägt. Ich hatte einen Unfall, Gott sei Dank nichts passiert, ne? Dreimal auf Holzköpfen, ne? Lars war mit dabei. Ich blende mal so ein Bild ein, wie das Auto aussah, das war danach komplett am Arsch. Und ja, danach, das war zu meiner Schulzeit, da hatte ich überhaupt kein Geld. Ja, ich habe dann auch kein Geld bekommen für ein Auto, weil ich habe es ja kaputt gemacht, also bin ich selber schuld. Ich musste arbeiten gehen neben der Schule, habe ich auch gemacht. Und dann habe ich ein lila Nissan Micra geschenkt bekommen, bin mit einem lila Auto durch die Gegend gefahren. Und da war für mich der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, hey, du musst irgendwas machen, ein bisschen Geld verdienen. Und jetzt bin ich was älter geworden und jetzt konnte ich mir endlich ja, meinen Traum erfüllen, Freunde. Und deswegen möchte ich euch heute mein Auto zeigen, was ich jetzt gekauft habe, komplett alleine. Und ja, schaut es euch einfach an, mega geil. Da hinten ist mein Auto übrigens. Wie geiler. Das ist es, Freunde. Ja, Audi TTRS. Absolutes Traumauto von mir. Ich sag direkt vorab, die Felgen, die da drauf sind, kommen noch runter. Ich habe den Wagen bestellt auf diesen Standardfelgen. Ja, aber dass sie so brutal hässlich aus dem Auto aussehen, dass ich noch nicht mal 2 Wochen damit fahren will, bis die anderen Felgen da sind, wusste ich jetzt auch nicht. Okay, sorry dafür. Könnt ihr mal gerne kommentieren, welche Felgen ich auf das Auto drauf machen kann. Ich habe sie nämlich noch nicht bestellt. Mädchen, du kannst die Schande nicht zeigen, Digga. Doch, die müssen ja erstmal wissen, worüber wir reden, ja, bei diesem Matchbox-Auto. Ja, also Freunde, das ist ein Audi TTRS. Sonderlack, Sepang Blau, Perleffekt. Was wolltest du vorher holen? Feuer. Was wollte ich vorher holen? So ein scheiß hässliches Mausgrau, Alter! Ah, ich wollte vorher Nardo Grau nehmen, jetzt habe ich Blau genommen. Danke nochmal an alle Unterstützer, die für Blau gestimmt haben. Danke, Lars! Ja, und jetzt habe ich den hier. 400 PS, wie gesagt, das Ding ist einfach nur brutal. Ich muss den jetzt noch einfahren. 1500 Kilometer muss ich den jetzt einfahren, das wird richtig hart. Und ja, ich kann euch vielleicht mal kurz zeigen, was das Auto so kann und der Meti wird gleich auch noch was dazu sagen. Kommt mal mit. So Freunde, also das erste Highlight haben wir hinten schon. Das sind OLED-Rückleuchten, OLED. Mega geil, die sind super dünn, mega sexy. Irgendwann zeige ich euch die mal, wenn die wirklich richtig leuchten. Es ist ja noch nicht richtig dunkel. Und Freunde, wie gesagt, wenn ihr es auch cool findet und weitere Videos über das Auto sehen wollt, ich weiß es nicht, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn die neuen Felgen da sind und so weiter, kann ich euch mitnehmen, weil wie gesagt, ich bin mega Autofan neben dem ganzen Fußball. Kann ich euch halt auch mit die Begeisterung für das Auto mitgeben. Und wie gesagt, die Rückleuchten sind mega sexy. Ich habe hier sogar noch die Schlüssel hier. Ich habe beide noch. Ich komme noch gar nicht klar. Und schaut euch das an. Schaut euch das an hier. Guckt ihr das an. Das ist geil. Das ist einfach nur geil. Findest du nicht, Meti? Ich passe so gut wie meine Haare. Vergleich. Ja, dann die Endrohre auf beiden Seiten. Das ist brutal. Also den Sound kann ich euch noch nicht richtig zeigen, weil ich muss das Ding erst einfahren. Ja. Aber ich finde es auf jeden Fall mega sexy. So, ja, wir können mal reingucken. Also der Wagen hat an Ausstattung alles, was er haben kann. Also da fehlt eigentlich nichts. Außer geile Felgen. Du hast einen Weg da, Mann. Guck rein. Ja, nein, guck ich wollte rein. Den Boden filmen. Ah, du wolltest den Boden filmen. Das finde ich schon cool. Das ist cool, ne? Audi Sport am Boden. Und ja, ihr könnt ja vielleicht mal kurz reingucken. Aber ich zeige euch das gleich nochmal im Detail. Ja, sind... Ja, was soll ich dazu sagen? Audi Virtual Cockpit. Ja, aber Digga, was soll ich dazu sagen? Das Geile ist, der Startknopf ist hier. Das ist einfach mega sexy, Freunde. Das ist wie beim R8. Also der Audi TTS ist, wenn man böse sagen will, der R8 für arme Kinder. Und ja, wie gesagt, die Sportsitze einfach. Ist ja mega geil. Rotes Designpaket hier. Ja, also ich bin echt mega glücklich darüber. Und ja, ich muss an dieser Stelle auch einen kurzen Dank aussprechen an das Autohaus. Ich habe den bei Auto Thomas in Bonn gekauft.
Und das mache ich alles auf freiwilliger Basis jetzt, weil ich bin wirklich mega zufrieden mit denen. Thorsten, liebe Grüße raus an dich, das ist mein Verkäufer, dass das alles so gut geklappt hat, weil morgen, Freunde, morgen habe ich Geburtstag und der Thorsten hat es hingekriegt, dass ich den Wagen heute Abend abholen konnte. Also danke nochmal dafür und falls ihr irgendwie Bock habt, auch an so einer Karre und aus dem Raum Bonn kommt und wirklich, sie werden ja einige gucken, die ernsthaftes Kaufinteresse haben, könnt ihr mal Auto Thomas abchecken. Ich blende mal gerade so einen Link ein, den findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr euch auch solche RS-Modelle anschauen und dann auch Probe fahren. Aber wie gesagt, wirklich nur dann oder Probe sitzen, wie der Lars das immer macht. Wenn ihr ernsthaftes Kaufinteresse habt, könnt ihr mal da reinschauen. Wir haben zum Beispiel auch gerade so einen roten Audi TTRS, den habe ich auch schon gefahren. Nices Teil. Ja, Meti, zeig mal, sag mal, was du dazu sagst, Meti. Komm, wollen wir mal wissen. Das ist eine wahre Karre. Das ist eine wahre Karre. Okay, dann erzähl mal, was hältst du von meinem Auto? Also ich möchte jetzt nicht gegen Audi schießen, weil irgendwie denkt man so, ich mache nur so Ansagen. Aber ganz ehrlich, wie kann man das Auto, was so geil ist, mit so Felgen verkaufen, Mann? Ich hab die so bestellt, Mann. Ja, warum? Wollen wir mal deine Felgen gucken gehen? Das ist ja mal scheißegal, aber das ist doch eine Frechheit. Digga, du guckst mal von oben runter, das ist so wie wenn du ein Topmodel anguckst, ne? Oh, hübsches Gesicht, ne? Kommst du runter, denkst du, so, jetzt wird's interessant. Und dann hat die so eine Jogginghose an, die von vor 50 Jahren ist, Junge. Da denkst du, da bist du. Aber weißt du, was das Gute ist? Unter der Jogginghose ist trotzdem was Geiles. Und zwar hier diese Bremsanlage, Freunde. Das ist ein guter Vergleich. Ja, also guck mal, auch wenn die Felgen abnormal hässlich sind, also wenn jemand die Felgen haben will für sein Auto, soll ich gerne bei mir melden, schreibt mich an. Die Bremsanlage ist trotzdem brutal. Und die hat bisher noch nicht gequietscht, das muss ich dazu sagen. Ist ja auch neu, oder nicht? Ja, aber wer weiß. Audi ist nicht so bekannt für die besten Bremsen, da muss man dazu sagen. Muss ich mir jetzt Sorgen um dich machen, oder was? Nein, nein, alles gut. Solange man nicht schnell fährt, braucht man auch keine Bremsen, oder? Ja, genau. Bekloppt. Lars. Ja? Was sagst du zu der Karre? Ja, was soll man sagen? Geh was weiter weg. Ja, ich will wissen, was du sagst. Es ist ein Audi RS, ne? Also, wer will keinen Audi RS haben? Ja. Das sehe ich. Meti, du bist außer der letzte Meti Hund. Vielleicht. Wirklich. Ja. Freunde, also, könnt ihr die Meti verstehen? Jedem das seine, Freunde. Also wie gesagt, ihr merkt so, also hier der Lars, der konnte irgendwie 7 Tage nicht schlafen, weil die das Auto heute abgeholt haben. Bei mir, ganz ehrlich, die haben sich drum gekloppt, wer da mitfahren kann, weil da nur zwei Plätze sind. Gekloppt. Ich habe vor einem halben Jahr dem Patrick in WhatsApp, eine Anmeldung war das, ne? Ja. Geschrieben, dass ich bei seinem nächsten Autokauf mit dabei bin und genau. Mitfahre. Hat er gemacht, das stimmt, ja. Aber ich muss noch was dazu sagen, an alle, die denken, der Patrick hat sich das nicht irgendwie erarbeitet oder sonst was. Das ist alles von seinem eigenen Geld, hat er erarbeitet, deswegen... Danke. Danke. Sag doch nicht vom Raubüberfall, Mann. Wo war sie mal eingebrochen? Muss man echt dazu sagen, also Glückwunsch, Patrick. Danke, danke, Bruder. Ich will auch mal einen fahren, aber... Ja, alle einen Daumen nach oben da lassen. Ja, Freunde, vielleicht kann ich dazu oder noch vielleicht was... so ein Spenden auf. Aber dann eher S3, weil es ist mein Traumauto. Okay. Freunde, nochmal eine kurze Ansage. Ich bin zum Beispiel nicht so ein... Also ich würde mir so ein Auto nicht kaufen. Muss jeder für sich wissen. Der eine investiert sein Geld in Zigaretten. Der andere holt sich jede Woche ein Sixpack Bier oder sonst was. Der Kollege hinter der Kamera, der gerade die Kamera hält, der hat halt sein Geld ein bisschen zusammengehäuft, war da ein bisschen was und dann hat er sich so was gegönnt. Das ist jedem das Sein. Also, wenn ich da jetzt Kommentare lese wie Kinder in Afrika könnten das Geld gebrauchen. Ja gut, wir leben in Deutschland, da wird so viel Geld irgendwo in Luxusgüter, ich würde es jetzt als Luxusgüter bezeichnen. Ja, Zigaretten ist für mich auch Luxus. Also, wenn man sich sowas leisten kann, dann kann man sich auch ruhig sowas gönnen. Meine Meinung. Und vor allen Dingen, wenn man sich selbst erarbeitet hat. Und nicht eben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, sage, ich kaufe zum Beispiel auch jedes Jahr Fenerbahce-Trikots, da sagt jeder, bist du bekloppt? Ist meine Sache, ne? Und deswegen, jeder soll das für sich entscheiden. Der Patrick hat sich dafür entschieden, ob das jetzt so geil ist oder nicht, muss jeder für sich wissen. Ich finde das geil, Mädchen, was hast du eigentlich? Ich würde gerne gegen twerken, aber ich kann nicht twerken und der Lack drüber. Wie gesagt, Freunde, jeder soll sich... sein Traum erfüllen. Wenn das sein Traum ist, dann ist das gut, schön und gut. Kann man vielleicht so ein Edit machen, statt das PW so ein LW. Geil, Meti, danke dir. Das ist ja nur ein Buchstabe, kriegen wir hin. Ja, Meti, du hast auch noch was vorbereitet für das Ende des Videos. Genau, Freunde, und zwar... In bester JP-Manier, ne? Ja, Grüße gehen raus. falls ihr noch einen Editor braucht, nein. Nee, so gut. Es soll jetzt nicht so gut sein, aber wir macht ja uns auch Spaß, Videos zu schneiden. Und deswegen... Gibt's jetzt mal einen kleinen, schnuckligen,
Cap Horn, soll man es Cap Horn nennen? Ich weiß es nicht. Pörnchen. Ein Zusammenschnitt. Wir schneiden mal ein bisschen was zusammen. Pörnchen, nenn es Pörnchen. Pörnchen. Und dann zeigen wir euch dieses Schmuckstück mal ein bisschen näher. Ja. Schmuck mehr als ein Audi TT. Ja, Freunde, Video ist vorbei. War jetzt nicht das längste Video, aber wie gesagt, ich wollte euch das Auto nur mal kurz zeigen. Ich muss den jetzt halt noch einfahren, 1500 harte Kilometer. Wie gesagt, wenn ihr mehr Videos von dem Auto da sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da, kommentiert doch mal. Und der Metri hat sein Bestes gegeben, da einen coolen Zusammenschnitt zu machen. Und ja, ich verspreche euch, wenn neue Felgen da sind, dann kann ich euch die auf jeden Fall zeigen, wenn ihr wollt. Und in diesem Sinne... Bei 20.000 Likes fährt das Ding auch. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, der Wagen gefällt euch genauso wie mir. Ihr seht mich mal ausnahmsweise mal richtig glücklich und... Bist du sonst nicht glücklich oder was? Ja, nicht so glücklich und wie sonst. Hast dich ausnahmsweise in meinem Video nicht verletzt? Ja, genau. Also ich will nichts sagen, Alter. Wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen? Wenn die das sieht, wird sie dich killen, Alter. Warum das denn? Natürlich, Digga. Wenn du sagst, ich bin noch nie so glücklich gewesen. Ach, lange war ich nicht mehr so glücklich. Einfach weil die Karre so geil ist. Natürlich wird die mega ausrasten, wenn ihr das hört. Pass auf. Warte, ich muss dazu sagen, ich habe, und gute Dinge müssen reifen, die Zahl 9. Ich habe 9 Monate auf diese Karre gewartet. Man könnte sagen, sie wurde heute geboren. Sie wurde ausgetragen, 9 Monate. Und wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen? 9 Jahre, also passt alles, gut, perfekt. Guck dir das an. Komm, ist genug. Mitty, was willst du eigentlich? Also, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass alle Frauen über diese Worte glücklich werden. Jeder Mann da draußen kann verstehen, dass die Liebe zum Auto was Besonderes ist. Ja. Oder? Ja, jeder Mann. Wie gesagt, Freunde, da hinten, Traumauto des Jahres. Ja, in diesem Sinne, Freunde, Metis Auto. Ich fahr mit deinem Auto heute, Meti, ne? Willst du meinen haben? Nee, ich passe da nicht rein, Digga. Freunde, ohne Witz, das ist nichts für große und dicke Leute.